herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir haben im letzten Part das Zuhause von Vivi besucht, wo er mit seinem Opa gelebt hat, und wir werden heute noch... Schau, ist das Glück! Oh, welch schöner Start! Wir werden heute noch ein kleines bisschen hier kämpfen, damit wir 30.000 Münzen insgesamt bekommen. Ah, das ist der Quiz-Heini. Der allerdings, ja. Showtime! Quiz Nummer 1. Prima Vista wurde in Lindblum gebaut. Ja. So, wie mache ich das denn jetzt? Achso, einfach so angreifen, genau. Also, Angriff. Ja. Hoffen wir, dass es richtig ist, sonst sind wir tot. Was? Die Prima Vista? Ist nicht in den Blumen gebaut worden? Oder habe ich mich verlesen? Echt? Aha. Auch interessant. Also nicht dort. Okay. Entschuldigung. Das heißt, wiederbeleben. Jetzt bin ich gerade schockiert. Ich dachte echt, jetzt mache ich es richtig. Nö, nichts richtig. Ja, okay. Habe ich mir gemerkt fürs nächste Mal. Prima Vista, nicht gut. Also, Markus lebt wieder. Wie geht denn das? Ich dachte, er wäre jetzt... Ja, egal. Okay, passt. Alles gut. Schade. Ich dachte echt, ich mache was richtig. Nö, mache ich nicht. Wahrscheinlich statt nicht Prima Vista, wahrscheinlich statt Prima Viste oder irgendwie so. Muss ich mir nachher nochmal anschauen. Beim Schneiden. So, auf jeden Fall gleich wegbraten die Leute allesamt hier. Also, die Kerne hier. Ja, ja, ist schon gut. Boah, die sind aggressiv. Alter. Verfehlt? Wie geht denn das? Na los, haut's jetzt weg. Ich bin gerade voll enttäuscht von mir selber, ey. Hab echt gedacht, das war hier richtig. Prima Vista, definitiv älter. Als, wollte sagen, technisch fällt mir. Die Prima Vista ist dann anscheinend älter als Sid, also der jetzige Großherzog. Denn der hat sich ja auf diese, Luftschiffgeschichte spezialisiert, ne? Aber, ja. Sind die heute aggressiver bis zum Unkraut als gestern? Keine Ahnung. Ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob wir ihn auch verstärkt holen konnten. Das weiß ich gar nicht mehr. Ah, passt. Erledigt. Gott sei Dank. Sehr gut. Blindi und Steiner haben Level abbekommen. Sehr gut. Einmal Potion und haufenweise Geld. Sehr gut. Einen einzigen Gegner noch, dann passt das schon vom Finanziellen her. Dann haben wir unsere 30.000. Also, sofern es wieder diese drei sind, sonst brauchen wir noch einen Kampf. Aber dann werden wir schon irgendwie zusammenkratzen, wenn wir wieder zurück Richtung Drehen und uns aufmachen. Ach so, das sind jetzt nur kleine Fix nochmal. Ja, die gehen dafür schnell K.O. Einmal, zweimal und dreimal. Na passt. Ich denke mal, mit 30.000 müssten wir gut kommen. Dann können wir uns hoffentlich wirklich recht viel Sachen kaufen. Auch beim Itemladen und so. Sollte es sich nicht ausgehen, aus welchen Gründen auch immer,
Mein Schaden tut sie uns ja nicht. Gehen wir halt noch mal ein bisschen kämpfen. Vor der Stadt, also wieder hierher. Da geht's am leichtesten. Mit diesen Knollenviecher. Yeah, Markus hat Level abbekommen. Super. So. Also. So ein Pech. Na echt. Der Quizmaster, das macht mich gerade echt fertig. Eins, zwei. Ja, ist wurscht. Zwei reichen. Hinterhalt auch noch. Großartig. Das kann man jetzt brauchen. Wirklich. Großartig. So, Lilina. Du darfst gleich mal heilen. Zweimal dich selbst. So. Die anderen greifen dieses Unkraut an. Ja, ja, grinst du nur. Zack, zack. Da können wir auch mal den guten Steiner heilen. Oh, ich kann mich heilen. Ja. Da brauche ich ein Echokraut. Zwar nach Möglichkeit ganz schön schnell. Wo bist du denn da? So. Ja, war klar. Hinterhalt bei den Gegnern ist nichts gut. So. Unbedingt Engel auf den Herrn Steiner. Du greifst das Unkraut an. Sehr gut. Passt. Verfehlt. Super, Markus. Super. So, Gewitter. Sehr gut. Zack. Jetzt muss ich Markus auch noch heilen. So, ja. Na okay, der jetzt hat natürlich Not gehabt. Das dauert jetzt wieder ewig. Deppert das Unkraut, wirklich. Jawohl, Gott sei Dank, es ist hin. Nichts wie raus hier. Sehr gut. Jawohl, reicht. Genug. Genug Geld, passt, nichts wie weg hier. Sie haben eh noch ein paar Mal kämpfen müssen, leider. Bis wir raus sind, auch normal sind es nur noch Spinnen und solche kleinen Viecherleins. Normal dürfen wir jetzt die Knollen nicht mehr haben. Die sind nämlich nur da hinten in dem Eck. Jawohl. So ist es auch. Na fein. So, aufs Goschen, das reicht schon. Ist schon erledigt. Sauber. Jawohl. Passt. So, nächste weiter. So, dann können wir die Kamera drehen. Vor Drehung werde ich dann noch kurz einmal speichern und ein Zelt benutzen. Na, jetzt sind die Viecher doch da. Mist. Na gut, jetzt sind wir mal stärker. Jetzt hauen wir die so weg. Na los, weghauen. Bei Steiner bräuchten wir wieder eine Heilung dann in der nächsten Runde. Ja, zack. Jetzt verrecken die nicht mehr. Sehr ungeheuerlich sowas. Ja,
Ui, die Lili braucht noch ein Heilung. Nein, so. Das geht schon. Sehr gut. Quatsch. Super. Sehr gut. Jetzt habe ich wirklich mehr als genug, Gil. Das würde schon reichen fürs Erste. So, drehen wir mal. Hui, so. Also, wir rufen unseren Freund Mogri. Mogu. So, einmal zelten bitte. Wofür haben wir es denn? Und dann einmal speichern bitte. Hoppla, ja bitte. Kupo. Hier oben bitte. Ja. Schön. Fast. Ich bedanke mich für die bis zum nächsten Mal und auf geht's nach Trino. Vergnügungsstadt Trino. Prinzessin, dies hier ist die Stadt der Adeligen, Trino. Als erstes müssen wir irgendwie in Erfahrung bringen, in wessen Besitz sich wohl die Silbernadel befinden könnte. Aber in Trino treiben sich nicht nur Adelige rum und so. Wenn es Nacht wird, dann kommt das Diebesvolk zum Vorschein und so. Es ist eine Schande, dass Parasiten wie deinesgleichen den Ruf dieser prunkvollen Stadt so in den Schmutz ziehen. Das diskutieren wir ein andern Mal aus, aber zunächst steige ich mal in so eine schicke Villa ein und schnapp mir die Silbernadel und so. Einsteigen? Schnappen? Wenn ich das schon höre? Kerl, du, also nur über meine Leiche, lasse ich dich deinem schändlichen Tagewerk nachgehen. Aha, dann möge der Herr Ritter doch bitte so gut sein und mir erklären, wie wir sonst an die Silbernadel rankommen wollen und so. Schweig, Kerl. Eines ist schon mal sicher. Ich werde auf keinen Fall zulassen, dass du sie einfach so stiehlst. Verstanden? Ja, ihr habt euch doch mir angeschlossen. Wenn dir meine Methoden nicht passen, dann mach dich doch vom Acker und so. Alter, jetzt schlägt es aber 13. Und was verdrehst du überhaupt die Tatsachen so? Schließlich. Und tschüss. Warte gefälligst. Ich bin noch nicht fertig mit dir, Kerl. Nicht ich, sondern sie und so. Wer? Was? Was redest du da? Willst du etwa vom Thema ablenken, Kerl? Prinzessin, es tut mir sehr leid, aber es ist absolut unter meiner Würde, mit Gesindel wie dem da gemeinsame Sache. Prinzessin? Schon wieder. Schon wieder bin ich alleine. Es ist so furchtbar mit dieser Jugend von heute. Ach Gottchen. Naja, ich bin nun schon seit 18 Jahren Ritter. Warum werde ich, Hauptmann der Bluto-Truppe, nur auf so eine harte Probe gestellt? Was habe ich verbrochen? Aber Moment mal, wem verdanke ich denn das alles? Dir und dem Rest deiner verdammten Tantalus-Bande? Weg. Alle beide weg. Einfach so. Fusch und weg. Aber ich will kein Ritter sein, wenn ich mich von so etwas aus der Fassung bringen lasse. Zuerst muss ich die Prinzessin finden. Boah. Sehr gut. Dann schauen wir gleich mal. Spezialität. Ach, der arme Steiner. Lalilalila. Stehen geblieben. Ein Dieb? Es... Huch, was? Hey, mein Geld. Lili wurden 1000 Gil gestohlen. Ach, du Heilige. Gut gemacht, Prinzesschen. Wer bist du? Oho, was macht denn ein so feiner Ritter wie du in einem solchen Sündenpfuhl in Vitreno? Ja, ich suche die Prinzessin und einen Dieb und eine Silbernadel und überhaupt... Ach, wäre ich doch im Bett geblieben. Und? Was sagst du? Ist das nicht eine herrliche, klare Sternennacht?
Wirklich traumhaft. Aber ist es nicht gefährlich, sich so spät in dieser Gegend aufzuhalten? Aber du hast ja mich, um dich zu beschützen, Liebste. Na, servus. Ich genieße gerade einen Moment trauter Zweisamkeit mit meinem Herzblatt. Ich darf also um ein bisschen mehr Taktgefühl bitten. Ja, Entschuldigung. Ein Moment. Entschuldigung, da musste ich mal kurz husten. Müssen wir da lang? Okay, was haben wir jetzt? Verfolgung. Wieder mal ein Kinderspiel. In dieser Stadt kann man echt ein Vermögen machen. Puh. Hey, Kruzidirken, jetzt kommt der noch. Wo mag der Dieb nur hin sein? Da passt man einen Moment nicht auf und schon? Ha. Oh la la. Vorhin habe ich ja gar nicht so genau hingeschaut, aber die Kleine ist ja eine eigentlich mächtig scharf. Boah, ey, wenn ich die rumkriegen würde, ne? Nicht schlecht. Aber ein junges Ding wie die sollte besser nicht alleine nachts durch die Straßen irren. Ja, das könnte gefährlich werden. Schön. Dieses Jagdrevier habe ich so langsam aber sicher ausgeschöpft. Ich sollte mich mal auf eine andere Stadt verlegen. Dieser Mistkerl. Entschuldigen Sie bitte. Entwischt. Na toll. Gratuliere. Ich werde doch gleich mal laufen, laufen, laufen. Hallo, kleines Mädchen. Die Tür zu diesem Turm hier ist immer verschlossen. Ich sage dir, da drin geht was vor sich. Die ganze Sache ist mir nicht ganz geheuer. Nein, nein. Aber die Truhe da, die ist mir geheuer. Servus. Mithrildolch. Super, ich hätte jetzt gerade das Schwert gehabt. Die Tür ist abgesperrt. Naja. Aber da ist so ein großes Fenster, da könntest du eigentlich theoretisch... Naja. Er ist ja ehrenhaft, unser Schweinsteiner. Jetzt geht's weiter. Verlegenheit. Irgendwie eine ziemlich gefährliche Stadt. Aber ich muss... Ich muss so schnell wie möglich in den Besitz der Silbernadel gelangen. Und dann irgendeinen Weg finden, wieder nach Alexandria zurück zu... Schreibt da jemand? Na, ich meine, nun ja, hier vielleicht? Nein, das lasse ich lieber sein. Dort ist sie auch ganz bestimmt nicht genau. Entschuldigt vielmals. Ihr wüsstet nicht zufällig, wo ich in dieser Stadt einen Gegenstand namens Silbernadel? Silberhochzeit? Ah ja. Ach, weißt du, mein Kind. Die hätte ich bald feiern können, ja, ja. Wenn mein armes kleines Frauchen nicht vor 3 Jahren verstorben wäre. Ja, ich vermisse sie so. Nein, ich meinte eigentlich diesen Gegenstand, von dem man sagt, er würde jede Form der Versteinerung aufheben können. Aber, mein Kleines, willst du mir etwa unterstellen, ich hätte Verkalkung? Das ist aber gar nicht nett von dir, nein, nein. Ich bin zwar vielleicht nicht mehr der Jüngste, aber immer noch fit im Schritt. Ja, willst du mal testen? Was? Um Gottes Willen, nein, vielen Dank für eure wertvolle Zeit. Ich bin noch voll auf der Höhe. Wir können ja mal einen Trinken gehen, ne? Alter Schwede. La, 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 la. Hallo? Hallo? Wirklich ganz zauberhaft hier. Das nächste Mal komme ich aber in anderer Begleitung, denn du bist zur Fahrt. Ja. Muntert das Tässchen Tee in so einer lauen Sommernacht wie heute? Noch dazu hier, mit Ausblick auf das Kartenstadion? Ah. Der Kerl ist, glaube ich, da rein, ne? Da, ich hab dich. Kann ich was für dich tun?
Hast du hier eine etwa 16-jährige, liebreizende, schöne Prinzessin, eine junge Dame vorbeikommen sehen? Ich habe überhaupt niemanden gesehen und schon gar nicht dieses süße junge Ding mit diesem hübschen langen Zopf. Wie meinen? Was hast du da gerade von dir gegeben? Nichts. Ich habe rein gar nichts gesagt. Ich bin da vorhin ein bisschen gestolpert, ja genau. Und da ist mir rein wohl, also wohl wirklich rein zufällig, meine Hand in ihre Geldbörse gerutscht. Ja, Sachen gibt's, ne? Aber hier, ich gebe dir den Kraftgürtel, den ich mir dafür gekauft habe. Ja, ist doch riesig, oder? Tschüss. Oh Mann, ich tue einfach so, als hättest du mich nicht gesehen und getroffen auch nicht. Na warte. Er hat zwar 4 Arme, aber er läuft so, als hätte er auch noch 4 Beine. Kraftgürtel halten. Sehr gut. Ah, schön. La 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 la. Der Herr dieser Villa, Baron Bishop, besitzt großes Interesse in vielen Forschungsbereichen, ja. Er unterstützt auch großzügig verschiedene Projekte, ja. Er betreibt zudem noch eine Schmiede und lässt im Turm in der Nähe einen exzentrischen Wissenschaftler wohnen. Diese Reichen verstehe, wer will, ja, ja. Hallo, ich würde gern was kaufen. Oh, willkommen. Ja. Siehst du, da kann man, könnte man jetzt auch nachholen, die beiden Waffen, die wir schon geschmiedet haben. Brauchen wir in dem Fall nicht, das haben wir ja schon. Das Halstuch, wir haben kein Halstuch. Nicht mit der Gruppe, ne? Überhaupt nicht, oder wie? Das wäre gut, das nehmen wir gleich mal mit. Den Korallen. Ui, dann muss ich einen Donnerstock opfern. Goldschalen habe ich jetzt auch keinen, weil ich nur einen Zauberküras habe. Das ist mir gerade nicht so angenehm. Wir können eventuell das Halstuch können wir machen, das ist mir wurscht. Aber das da, der Donnerstock. Ich lasse das mal. Vielleicht finden wir einen anderen Händler an, der zufällig diese Sachen verkauft. Dann gehen wir nochmal hierher und machen wir das. La, la, la. Als nächstes gehen wir da ruf. Gibt es etwas? Ich wüsste zwar nicht, was jemand wie du mit mir zu besprechen hätte, aber ja, nicht jeder kann so ausschauen wie ich hier. Ich habe noch extra den Bart heute gestutzt, ja. Bist du auch hier, um der Baroness eine Stellatio zu bringen? Also, Entschuldigung, heute ist nicht mein Tag, ne, weil du kannst dir gar nicht vorstellen, was heute passiert ist. Aber diese ist noch bestimmt eh nur eine Fälschung, oder? Sei besser auf der Hut, die alte Vogeltante. Machst du nämlich so leicht nichts vor. Nein. Eine Vogeltante? Okay. Wer bist du? Mächtig verdächtiger Kerl. Ich dachte, ich hätte es mir leicht. Also, ich mach's mir leicht. Hab mir selber so eine Stellatio zusammengemünzt. Bin zu ihr hin und wollte mir eine hübsche Belohnung einstreichen. Vergiss es. Aber ich konnte gar nicht schauen. So schnell hatte mich die Butlerin wieder an die frische Luft gesetzt. Boah, die alte Hex. Aber scharf ist die schon, die Kleine, muss man sagen, ja? Ja. Ja. Na schön. Hallo, Täubchen? Seid ihr im Besitz von Stellatia? So zeigt sie bitte vor. Eure Mühen sollen belohnt werden. Ja, ich glaube, wir haben tatsächlich eine. Geht das so? Hallo? Geht das nicht so? Muss ich dann... Okay, wollen wir es mal so? So. Warte, so, wertvolles. Oh, Maria, da habe ich vieles nicht durchgelesen.
Und zwar diese Eris, müsste eine sein. Eris. Ja, Stellatia, genau. Ja, und wie mache ich das jetzt? Vielleicht nochmal ordnen, vielleicht geht es ja nach dem Alphabet. Ma. Verflixt? So geht denn das noch? Ey, wir haben zwei Donnerstöcke. Ich gehe gleich schmieden. Wenn wir zurück da draußen sind, gehe ich sofort schmieden. Ich ziehe mir auch den Zauberkürsas aus. Solche eine schlimme Entschuldigung. Aber dann ziehe ich mir auch gleich aus und dann sag einmal, wie geht denn das? Müsste das nicht eigentlich automatisch? Bam, 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 bam. Das ist ja voll scheiße. Da komme ich gerade nicht mit. Hallo? Ja. Und eigentlich sollte es jetzt gehen. Da vorne hinstellen und die gute... Ah, jetzt. Wir sind auf der Suche nach den Stellatia. Sternensplitter, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Ja, ja. Oh, er hat also die Aries, also die Aries, der Stellato, in seinem Besitz. Oh, überlasse er sie uns. Oh, und ich werde ihn reich belohnen. Baroness Stella, überlässt er uns die Aries Stellatio? Oh. Ja, nimm. Oh, sehr vernünftig von ihm. Wir danken für das Geschäft. Jo. Da gibt es ja wirklich 12 und die sind dann alle in diesen Käfigen da drin. Ja, seine Belohnung, ja, erhält er von unserer Dienerin. 1000 Gild, super, das ist schon mal, ja, ein kleiner Gewinn, sag ich mal. Und, halt, stopp, Entschuldigung, passt schon. So. Laufen, 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 laufen. Laufen, 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 laufen. Laufen, laufen, zum Schmieden, Schmieden, Schmieden. Ich glaube, den Zauberkürass müsste der gute Steiner noch anhaben. Ich ziehe ihm das jetzt mal aus, es tut mir leid, ja. Nicht besonders nett, ich weiß, muss er noch was lernen? Na. Dann ziehen wir die an. Ist mir jetzt gerade wurscht, Hauptsache wir können schmieden. Hallo, bitte Herr Schmied. Oh, willkommen. Bitte Herr Schmied, du musst da was schmieden. Zum einen den Korallenring, bitte. Zum anderen den Goldschalen. Danke, jetzt haben wir zufrieden. Muha. Ui, wir haben einen Erfolg. Hobbybastler. Super. Super Hobbybastler. Scheinbar, wenn wir 10 Mal geschmiedet haben oder so. Jetzt haben wir alles. Das ist ja schön. Warte, konnte man da nicht ein Gespräch mitverfolgen? Entschuldigung, ich bin jetzt lästig. Warte, ich bilde mir ein. Ja, 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 ja. Und zwar, dieses Gespräch handelt vom, ich glaube, vom Aktionshaus. Und zwar, was heute im Angebot ist, glaube ich. Also der Hauptpreis. Refleckring. Ja, ich glaube, das wird der Höhepunkt der heutigen Auktion. Ja, aber ich glaube... aber wenn das so ist, dann können wir uns das wohl nicht leisten. Nun ja. Wenn aber die anderen Leute ihr ganzes Geld schon vorher verpulvern sollten, dann können wir vielleicht doch ein Schnäppchen machen. Ja, das ist der Masterplan. Die Stammbieter in der ersten Reihe kommen meist nur wegen dem Hauptobjekt, aber... Vielleicht kann man sie dazu bewegen, schon vorher ihr Geld loszuwerden. Müssen die ausrauben, oder was? Nein, da gibt es nämlich einen Trick. Und zwar, wenn man ein bisschen mitbietet bei den vorigen Sachen, da muss man eben ein bisschen pokern. Da braucht man Fingerspitzengefühl, sage ich mal ganz frech. Da kannst du ein bisschen mitpokern und die Leute, also mitbieten, das ist besser ausgedrückt, und kannst die Leute dazu bringen, ein höheres Gebot zu setzen. Und somit verbrauchen die tatsächlich ihr Limit. Und zum Schluss bleibst nur noch du selbst über, hast einen Haufen Batzen Gil noch und kannst dir den Jackpot holen. So, Existenz.
Der Part ist auch zu Ende. 1200 Gild, 1600 Gild, 1700 Gild. Oh, das ist also das Aktionshaus, ne? Also, sowas gibt, ne? Na, wenn das so ist, dann komme ich vielleicht hier in den Besitz der Silbernadel. Hm? Oh, Kuya! Hm? Kuya! Was macht denn der da? Was macht denn der Depp da? Ui, kann jetzt schleich dich und zwar flottigst. Hallo? Pass auf, mein Junge. Heute gewinne ich aber garantiert und schnappe mir mindestens ein Dutzend neuer Karten. Hm, gewinnen? Ah ja, natürlich. Ach, lass besser die Finger davon, Papst. Sonst pfeift Mutti dich bloß wieder zusammen. Ja, hier ist das offizielle Kartenturnier, also Terra Master, ne? Da kannst du an Wettbewerben teilnehmen und, kann man dann versuchen zu gewinnen. Na fein. Aber für heute ist hier einmal Schluss aus Pasta. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Im nächsten Part werden wir versuchen, Prinzessin Garnett zu finden und vielleicht auch Markus und die Silbernadel und weiß nicht was noch alles. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!